Guten Tag, beziehungsweise gute Nacht, sehr geehrte Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Hier im Auto haben wir aktuell eine Temperatur von 30,5 Grad Celsius. Ja, aber im Auto wollen wir jetzt natürlich nicht die Temperatur messen, sondern wir wollen gemeinsam jetzt mal rausfahren aufs Feld. Denn wir wollen uns eine Zelle anschauen, welche jetzt aktuell über Bruchsal bzw. Östringen ist. Ja, das ist eine Ecke, die wohl sehr ungewohnt ist. Sie ist westlich von Sinsheim bzw. was heißt westlich? Ja, man könnte schon fast sagen nordwestlich von Sinsheim. Das heißt, die Zelle wird wohl wahrscheinlich auch hier nordwestlich durchziehen. Auf jeden Fall, was Fakt ist, wir lüften hier jetzt erstmal ordentlich durch. Ich sehe, dass da wieder ein Zeugs vom Baum auf der Motorhaube drauf liegt. Irgend so ein Gefusel. Egal, das kann ich dann später mal wegmachen. Was auf jeden Fall Fakt ist, Richtung Südwesten ist nichts aktiv. Das kann ich Ihnen schon mal jetzt verraten. Und deswegen, weil Richtung Südwesten nichts aktiv ist, konzentrieren wir uns auf die eine einzige Zelle. Ja. Daher werden wir jetzt nach Hüschenhardt fahren und von dort aus können wir dann ohne Probleme, ohne weiteres, dann die Zelle in Richtung Nordwesten beobachten. Warum wir jetzt nicht zu dem anderen Platz fahren, liegt folgendermaßen daran, weil dort in Richtung Nordwesten zu beobachten ist sehr schlecht. Ja. Dort hat man nämlich einen Wald Richtung Nordwesten. Ja. Und der Wald, das ist im Prinzip der Bohnfelder Wald. Ja. Da wo man übrigens sogar, jetzt hat er die dreckige Windschutzscheibe fokussiert. Den Fokus stelle ich dann später noch mal ein. Hallo. Naja, in Hüffenhardt hat man ja sowieso Beleuchtung, da wird er dann den Fokus auch wieder finden. Aha, jetzt hat er den gefunden, okay. Egal, wir wollen jetzt auf jeden Fall nicht so viel Zeit verlieren. Deswegen fahren wir jetzt gleich mal direkt los Richtung Hüffenhardt. Hallo und herzlich willkommen zu einer Gewitterlage an dem Montag, den 21. Juni 2021. Übrigens, nur mal so als Hintergrundinformationen, heute ist ja der 21. Juni, das heißt, heute ist der längste Tag im Jahr und somit auch die kürzeste Nacht. Genau. Jetzt gucken wir gerade mal. Ja, die blitzt sogar. Die Blitze haben jetzt aktuell eine Entfernung zwischen 30 und 26 Kilometer und sind in Richtung West-Nordwest jetzt aktuell. Können wir noch ein paar genauere Informationen zu der Zelle herausfinden, nachdem wir am Beobachtungspunkt angekommen sind. Da kann ich Ihnen auf jeden Fall schon mal sagen, wie es jetzt weitergehen wird. Auf jeden Fall, heute hat Estofex ein Level 2 herausgegeben. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Level 2 ist heute sehr wenig los. Ja. Vor allen Dingen für 50% Linie. Ja. Und Level 2 ist doch sehr, sehr wenig los, weil das ist die einzige Zelle, die wohl in ganz Baden-Württemberg überhaupt aktiv ist. Ne? Also von dem her, weiß nicht, also Level 2 ist da eher nicht gerechtfertigt. Ne? Wenn man da jetzt Richtung Bayern schaut, dann könnte man eigentlich sogar schon fast Level 3 dort ausgehen, weil in Bayern
das ist ein schönes MCS, ja. Und dieses MCS, es hat, also könnte man sogar schon fast aussagen, so eine Größe wie im Jahr 2014 am 9. Juni. Vielleicht sagt es Ihnen was, ich weiß es nicht. Aber am 9. Juni 2014 war über Nordrhein-Westfalen auch so ein MCS drüber gezogen, welches sehr starke Böen hatte, teilweise orkanartig und auch ordentlich Hagel hatte und alles drum und dran. Also von dem her, ja. Genau. Und so ein ähnliches MCS ist jetzt heute über den Süden von Bayern gezogen, also so im Bereich von, ja, ich würde sagen, Ulm hat es getroffen. Ulm war dabei sehr nördlich, ja. Dann hat es noch ein paar südliche Städte, wie zum Beispiel Kempten oder, ja, was liegt denn dort unten noch? Dachau vielleicht, noch Ansbach, ja. Also so diese Regionen. Und dann später ist es noch nach München. Und jetzt aktuell dürfte das genau über München liegen. Also von dem her, ja, genau. So, jetzt gucken wir mal kurz, wie es hier aussieht mit dem Beobachtungspunkt. Richtung Nordwesten, ne, hier sieht es nicht so gut aus. Okay, dann fahren wir mal weiter. Aber wobei, das Teil sieht doch relativ weit westlich aus. Ne? Okay, nee, dann fahren wir bis Hüffenhardt. Am besten Hüffenhardt noch durch. Und dann sollte das scheinbar auch kein Problem sein. Ja, jetzt ist direkt über Östringen, also es wird noch ziemlich genau westlich sein. Also deswegen heute noch ein bisschen Geduld mitbringen. Die Zellen, die ziehen jetzt nicht ganz so schnell. Ich würde sagen, vielleicht so 30 km/h schnell zieht das Teil. Vielleicht 40 mehr werde ich dem Teil definitiv nicht geben. Alter, das hat sogar eine Shelf Cloud. Boah, krass. Da dafür, dass das Teil nicht so aktiv ist, Hut ab. Also mein lieber Mann, werde ich das Teil gleich mal ablichten. So, also wir sind jetzt auf jeden Fall in Hüffenhardt angekommen. Jetzt biegen wir hier gleich links, rechts ab. Verzeihung, zuerst rechts und dann links. Und dann stellen wir uns direkt auf den Beobachtungspunkt hin. So, einmal hier rechts. Und dann biegen wir gleich sofort die nächste links ab. Dann gucken wir uns mal das ganze Teil in Ruhe an und eine Mieze rennt da über die Straße. Ja. Genau, jetzt links und dann gleich sofort die nächste wieder links und dann noch einmal rechts und dann kommen wir schon zu unserem Beobachtungspunkt. So einfach geht das, ne? Jo, jetzt hier noch einmal links. Ich glaube, das haben Sie bestimmt schon einmal hier gesehen. So, links. Und jetzt dann gleich rechts. Und hier haben wir schon wieder einen unscharfen Fokus, aber das beheben wir jetzt gleich. Jetzt hier rechts schon wieder eine Mieze. So. Hier haben übrigens die ganzen Autos alle schon in Moosbach, weil wir hier im Neckar-Odenwald-Kreis sind. Ja, das wird mal zu verdienen. So. Jetzt sind wir auch schon auf dem Feld angekommen, beziehungsweise am nördlichen Rand von Hüffenhardt. Und jetzt parken wir hier direkt am Ortsschild. Da sehen Sie das Ortsschild. Und genau hier werden wir auch parken. So. Perfekt. So muss das sein. Genau so. Okay, dann packen wir jetzt mal unsere 7 Sachen. Erstmal stellen wir den Fokus um, weil dort hinten sehen Sie die Zelle, da können Sie schon mal die ersten Blitze hier sehen,
So, jetzt kommt Blitz mal. Alter, aber das Ding hat einen Shelf, das sieht man hier eindeutig. Ja. Jetzt werden Sie es gleich sehen, sobald ein Blitz da rausgekommen ist. Und ich werde das Ganze dann auch gleich noch... Ja, jetzt haben Sie es gesehen. Also dieses Schwarze da, das was jetzt nicht aufgeleuchtet ist, das ist im Prinzip die sogenannte Shelf von dem Teil. Ne? Aber gut, jetzt müssen wir erstmal hier in Ruhe unseren Fokus einstellen. Das dauert noch ein bisschen. Ganz kleinen Moment. Moment. Wo haben wir denn das? Hä? Okay, dann machen wir es halt so. Ups, upsi. Oh, ich denke, das dürfte jetzt passen, so weit. Ja. Gut, dann packen wir jetzt mal unsere Sachen. Ich habe hier jetzt noch mal den Gewitterwarner mitgenommen. Also stimmt, den hier wollte ich ja noch aufladen. Schließen wir noch kurz an. So, Gewitterwarner nehme ich mit. Ich habe ja aus Sicherheitsgründen die Fliegenklatsche mit dabei. Ne? Falls irgendetwas sein sollte, dann werden die Viecher halt gerüstet. Habe ich hier halt mein Privatgewitter mit dabei. Ne? Gut, dann brauche ich jetzt noch die zwei Stative und die Kamera. Tun wir am besten mal den Camcorder hier an, an den Hals hängen. Und die Kamera auch gleich. Und dann habe ich nicht so viel zum Rumschleppen. Oder was heißt nicht so viel? Komm, dann machen wir das gleich direkt so. Tue ich einfach die ganze Tasche da mitnehmen. Wird einfacher sein. Und ich stelle gerade fest, dass ich mein Handy noch liegen gelassen habe. Das darf natürlich auch nicht fehlen, damit wir entsprechende Informationen haben. So, einmal brauchen wir das Stativ. Und einmal das Stativ. So, genau, diese zwei Stative. Und jetzt hole ich noch kurz das Handy. Und dann kann es ja auch schon losgehen. Hoho. Genau, diesbezüglich werde ich dann noch ein bisschen jetzt komm mal her. So, jetzt haben wir alles mit dabei. Wunderbar. Genug Sach und Pack. Dann bauen wir uns jetzt hier mal auf. Und das Teil wird dann sowieso in Richtung Nordwesten ziehen. Also es sollte alles ab. Kein Problem sein. So, gut. Dann einmal das hier. Und jetzt gucken wir gleich mal noch mit einem Blitzchen. Ja, aktiv ist es. Du Scheiße. Aber wissen Sie, was das Gute ist? Wenn das Teil nordwestlich an uns vorbeizieht, dann können wir die ganze Zeit immer richtig schön in die Zelle reingucken. So, jetzt werde ich mal kurz das Stativ noch aufklappen. Und dann können Sie schon mal die Show genießen. Und ich werde dann in der Zwischenzeit noch die Spiegelreflexkamera mit aufbauen. Wow, krass. Moment, den Fehler mache ich jetzt nicht mehr, dass ich die Kamera falsch rum aufbaue. So.
Alter, was da abgeht. Ich habe hier auf jeden Fall einen Haufen Stroh hier, ne? Aber wir erwarten ja sowieso, dass das System dann in Richtung Nordwesten zieht, also nordwestlich an uns vorbei. Also von dem her ist alles im grünen Bereich, würde ich mal sagen. So, Kamera. Wo ist sie denn? Da ist sie, perfekt. Dann stecken wir die mal schnell da rein. Alter. So. Einmal hier nach vorne. So, 24 mm. Moment. Jetzt brauchen wir kurz Licht. Licht. So. Okay, passt. Siehst, da kommen schon die ersten Viecher. Ich glaube, ich hole gleich die Fliegenklatsche und dann gibt es ein paar aufs Maul hier. Die ganzen Viecher. So, okay. Aber bevor wir uns den Viechern zuwenden, tun wir erstmal hier das ein oder andere Bild mal machen. Mit 10 Sekunden und 4,5 Blende. Also F4,5. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aha. Oh. Ja, machen wir mal 20 Sekunden, dass man mal die Schelf auch drauf hat. So, also ich stehe jetzt aktuell gerade nördlich von Hüffenhardt. Ich muss sagen, die Zelle, die sieht sehr gut aus. Hochqualitativ mit einer extrem fetten Schelf vorne dran. Ne? Die tue ich jetzt gerade mal fotografieren mit der Spiegelreflexkamera. Und ich muss sagen, also es hat sich schon gelohnt, dass man hier rausgefahren ist. Ne? Die Blitze sind doch extremst hell. Ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wie wenn das Teil auf mich zusteuert. Ne? Eigentlich habe ich gedacht, dass es nordwestlich vorbeiziehen wird. Ne? Versteht es nicht, warum die Kamera da so instabil ist. Sehr merkwürdig. Gut, natürlich das Teil mal manuell festziehen. Ah, da drin liegt es, okay. So. Jetzt. Hallo? Geht das da nicht mehr rein? Jetzt haben wir alles perfekt. Wunderbar. Jetzt müssen wir noch hier den Camcorder mal stabilisieren. Alter. Schrott. Man, hier ist das scheiß Feld in der Nähe. Und der Typ da, der wohl gemäht hat, hat hier einen Haufen Stroh hin platziert und jetzt geht's gut. Jetzt geht's wunderbar. Und dadurch, weil er hier einen Haufen Stroh hinterlegt hat, sind hier extreme Unebenheiten da. Und wegen den Unebenheiten ist es schwierig, einen stabilen Platz für das Stativ zu finden. Schrott! Das Teil, das erreicht mich genau. Es hat angebaut. Scheiße, das Teil erreicht mich. Und zwar volle Breitseite. Mann! Und ich bin jetzt extra nach Hüffenhardt gefahren, weil ich wollte das Teil nordwestlich beobachten. Und jetzt... Oh, Alter, was für Linienblitze da rauskommen.
Ich gucke jetzt mal mit 20 Sekunden und F4,5. Mal gucken, ob es 22 Sekunden reicht, aber viel Zeit habe ich dann nicht mehr. Ich glaube, da hätte ich tatsächlich sollen noch ein Stückchen weiter rausfahren aufs Feld, und dort hinten gibt es ja noch einen Platz, da wo ich mal beobachtet habe. Ne? Aber dann stehe ich halt eben direkt unter den Stromleitungen, und das ist natürlich nicht so ideal. Also donnern tut's ganz leise und dumpf. Wow, das war jetzt ein guter Linienblitz. Die sind alle dort hinten irgendwo. Ne? Aber von der Position her habe ich alles richtig gemacht. Ich hoffe nur, dass diese scheiß Neubildung da mich nicht überquert. Ja? Weil ansonsten habe ich ein massives Problem. Dann gibt es hier nämlich gleich Starkregen ohne Ende. Bei mir ist das Schlimmste durch. Was bei euch gewesen, naja, gut, ich werde mir jetzt nicht dem Bubble anhören, sondern und mal gucken mit der Blitzkamera, da was aufzieht. Naja, egal. Ich weiß, jetzt wird bestimmt irgendwann ein Blitz kommen und dann das ganze Zeug da sowieso. Dann ist er zumindest drauf. Ist keiner drauf gekommen. Naja, gut, egal. Also bis jetzt ist es hier noch trocken, aber das Teil hat schon Bad Rappenau erreicht mit dem Niederschlag, ne? Ist schon schlecht. Weil das wird dann wohl wahrscheinlich nicht mehr lang auf sich warten lassen. Oh, Alter. Na, also jetzt habe ich definitiv keine Zeit mehr für die Fliegenklatsche, dann ist mir das jetzt auch egal. Wenn da jetzt ein paar Viecher da rumbeißen, das juckt mich jetzt auch nicht. Weil ich meine, die Minuten sind gezählt, bevor das hier anfängt rumzupissen. Und vielleicht wird das Teil dann noch aktiv, das was da jetzt direkt über Bad Rappenau ist. Oh oh, ich habe den ersten Tropfen abbekommen. Hoho, der Wind. Der Wind kommt. Alter, jetzt soll ich mich dringend verpissen, weil jetzt geht's gleich los mit dem Regen. Boah, Alter. Starkregen. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Abbruch. Einmal zusammenpacken. Zack, rein. Und jetzt schnell. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Stopp. Jo. Zum Glück ist das Auto nicht weit. Oh Mann.
Wahnsinn, wie das jetzt hier auf einmal anfängt zu regnen. Boah. Boah. Jetzt aber schnell rein. Okay, dann warten wir jetzt erstmal ab, bis der ganze Regen hier durchgezogen ist. Dann kann man ja immer noch nach Nordwesten gucken. Boah. Okay, das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist vielleicht in einen anderen Feldweg reinfahren, dass wir uns mal so umpositionieren können, dass wir in Richtung Nordwesten gucken können. Oh. Oder wir können hier parken, das geht ja auch. Okay. Dann sind wir unterm Baum. Naja, unterm Baum regnet es natürlich nicht so sehr, aber wenn hier jetzt ein stärkerer Wind kommen würde, dann würde ich davon abraten, unterm Baum hier zu warten. Aber das ist jetzt so ziemlich die einzige Option, was wir hier jetzt haben, mit Richtung Moment. Gucken wir mal. So. Jetzt zieht das Teil, das was nicht aktiv ist, direkt hier drüber. Jetzt bin ich hier im Auto drin und es regnet. Ja, jetzt bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis das drüber ist. Und dann kann ich noch von der Rückseite her was aufnehmen. Das geht ja. Weil ich meine, dann danach hört es ja gleich sofort auf zu regnen. Und dann kann ich hier ohne Probleme nochmal Aufnahme machen. Hm? Ja. Dann ist der Weg doch schon ziemlich weit, auch wenn es noch nicht mal ein Kilometer ist, aber dann ist es gefährlich. Ja, aber ich sag, wegen morgen würde ich dann eben schon fahren. Dann mal nach Heidelberg. Dann fährt man 14.30 Uhr los. Vielleicht schaffe ich das sogar noch mit 14.17 Uhr, aber ich glaube, das wird nicht gehen. Und dann kommen wir morgen irgendwo in der Nähe von
unserer Kunden kommt um jetzt bis 23 Uhr. Sie sollen sich irgendwo entspannt abkoppeln. Kann man da ja immer noch ins Bildchen fahren. Wow. Boah, Alter. Ja, so schnell kann es gehen. Vor einer halben Stunde war diese Neubildung noch gar nicht da. Ne? Da war nur eine einzige Zelle da. Und über Pforzheim bzw. die Region Bretten, da war rein gar nichts da. Ne? Und auf einmal komme ich hier an, baue auf, sehe, oh, guck mal, was für ein cooles Shelf hier ist und sowas. Ne? Und dann, scheiße, da ist eine Umbildung und die zieht genau über mich drüber, ne?
Ende und somit jetzt endlich mal die letzte Schicht am Stück. Es regnet schon stark, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, Alter, der war aber schon relativ dicht, mein lieber Mann. Bestimmt nur 5 Kilometer weg oder so. Ne? Ah, jetzt hat sich der Blitzbock gemeldet. Warte. Ah ne, das war nicht mal der. Das war ein anderer. Alter, wie das hier noch regnet. Aber zum Glück dauert der Regen nicht lang. Sobald er weg ist, kann ich gleich sofort wieder raus und dann weiter geht's. Aber hier ist gar kein Wind, absolut nicht. Okay, der war jetzt schon sehr dicht. Das heißt sehr dicht, aber zumindest sehr hell.
Okay, nördlich ist es gut. Muss man sich schon umparken. Also hier ist doch einiges an Regen. Den einen oder anderen Blitz hat man auch schon gesehen. Ich warte jetzt mal, bis das Teil durchgezogen ist. Dann kann ich noch von der Rückseite her was aufnehmen. Ja. Mal gucken, weil normalerweise wollte ich eigentlich die Zelle Richtung Nordwest aufnehmen. Aber leider hat sich hier eine Neubildung ausgebildet und ja, ist ja zusammengeschmolzen, deswegen bin ich hier mitten im Regen drin. Und normalerweise hätte ich das eigentlich komplett trocken beobachten können. Aber gut, boah, da war jetzt schon hell. Ne? Aber es regnet wie noch was und so von dem her. Naja, warten wir mal ab. Bad Rappenau ist schon komplett trocken.
laut dem Radarbild von 0.15 Uhr. Hier kommen 2 Kilometer westlich. Wenn der Regen jetzt gleich nachlässt, dann heißt es gleich sofort zack, 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 raus. Okay, dann packe ich mich jetzt mal normal hin. Alter, wie hier das Wasser runterfließt. Aber jetzt hat der Regen weit Regen nachgelassen. Gut, wenn es jetzt gleich nahezu komplett nachgelassen hat, geht es jetzt auch raus. Ich ziehe mich schon mal an. Weil warm ist es hier jetzt leider nicht mehr. Dann können wir noch von der Rückseite einiges rausholen. Ja, aber noch regnet es. Ja, ist noch ein bisschen Regen da.
Jetzt ist weitgehend ruhig geworden. Da kann man ja jetzt gleich mal. Hä? Es hat östlich geblitzt. Okay. Moment. Packe ich gleich mal meine Stative aus. Ha! Kein einziger Tropfen mehr. Also, mein lieber Mann. Boah. Alter, ist das hier nass. Boah. Läuft ja die ganze Brühe noch runter. Oh Mann. Aber es hat gerade östlich geblitzt, deswegen wundert mich das ein bisschen. Hm. Da hinten hat es geblitzt. Richtung Osten. Na ja, gut, ich kann ja jetzt erstmal in Richtung Norden bzw. Nordosten aufnehmen. Aber wenn es jetzt öfters Richtung Osten blitzt, dann muss ich ein Stückchen vorfahren. Und dann werde ich quasi da unter dem Baum Richtung Osten aufnehmen. Das geht auch. Ne? Naja, gut, egal. Auf jeden Fall, ich hole jetzt erstmal gleich das Stativ raus. Nachdem ich weiß, wo es rumblitzt. Ja, aber es ist windig hier. Jetzt herumblitzen wird. Ne? Weiß ich nicht. Ich guck gleich mal auf dem Radar, wo das stärkste Niederschlagssignal ist, dann werde ich eben dorthin auf. Der stärkste ist Richtung Moosbach, also Richtung Nordost. Beziehungsweise Moosbach ist von hier nördlich. Ja, gut. Egal. Dann werde ich hier jetzt mal nicht so viel Zeit verlieren. Bauen wir gleich mal ein Stativ auf. Zum Glück muss ich es ja nicht mehr ausfahren. Boah. Wie viel Zeugs hier runterfließt. Boah. Ja. Richtung Norden blitzt. Genau, das ist auch Moosbach. Moosbach. Schnell, 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 schnell. Oh. Wieso ist das jetzt nicht stabil? Ah, hier. Richtung Norden. Dann war das jetzt auch nur so ein Einzelfall Richtung Osten, weil da hat es jetzt momentan gar nicht mehr geblitzt. Ne? So. Tun wir gleich mal Kamera installieren und jetzt geht's los mit Feuer Richtung Norden. Jetzt erstmal auf 10 Sekunden.
Blende machen wir mal F5,6. Okay, los geht's. Und bitte ab jetzt blitzen. So, Niederschlagsradar haben wir abgecheckt, Richtung Süden ist nichts mehr. Das heißt, wir werden ab jetzt dauerhaft trocken sein. Und das ist schon mal sehr gut, muss man sagen. Jetzt warten wir einfach mal ab, was jetzt da genau noch Richtung Norden rauszuholen ist. Gucken wir einfach mal. Aha. 10,2 Kilometer. Aber in Richtung Osten ist gar nichts. Es hat nur ein einziges Mal. Oh! Jetzt hat es Richtung Nordosten, Richtung Ost-Nordost geblitzt. Okay. Naja, gut, einmal ist kein Mal. Ja? Wenn es öfters wird, dann gehe ich einfach davor und tue Richtung Osten aufnehmen. Habe ich auch kein Problem damit. Weil ich meine, jetzt sind ja so gut wie keine Gammler mehr auf der Straße. Normalerweise fahren hier die so wie die Verrückten rum. Wow. Naja, gut. Das sind jetzt Wolkenblitze bzw. Flächenblitze. Kann aber auch natürlich sein, dass das ganze Zeugs da, naja, alles im Regen drin ist, weil wir haben ja vorher gesehen, dass doch relativ starker Regen gewesen ist. Und wenn die Blitze alle irgendwo in dem Regen drin sind, dann ist natürlich logisch, dass man die nur als Flächenblitze, Wolkenblitze sieht, aber in Wirklichkeit sind sie dann doch Linienblitze. Ich gucke jetzt mal kurz, ob die Helligkeit so weit passt. Sekunden ausgewählt habe. Oh, da fährt sogar einer. Na ja, gut, jetzt haben wir ja auch 0.30 Uhr. Heute ist mittlerweile Dienstag, der 22. Juni. Alter, da war jetzt Richtung Nordost. Also Richtung Osten. Muss ich mal beobachten, wenn es mehr Richtung Osten ist als Richtung Norden, dann werde ich dorthin gleich die Sachen aufstellen. Hm? Aber bis jetzt ist Richtung Norden noch ein bisschen mehr. Das Gute ist, das Zeugs, was da im Osten ist, das zieht ja auch in Richtung Nordost. Also von dem her kommt es ja auch irgendwann mal hier in die Nähe an. Hm? Ja, jetzt ist ein bisschen frischer Wind aus westlichen Richtungen.
17,7 Kilometer war da weg, okay. Da ist fast 16 Kilometer in Richtung Nordost. Ob da was drauf war. Wow. Oh Mann. Selbst wenn man bei der Blitzkamera auf minus 20 stellt, ist es immer noch zu hell. Also, wir müssen ihm mal ein Update machen, dass er bis auf minus 50 runterstellen kann. Zumindest mal bei Nachtladen ist es gar nicht mal so schlecht. Oha, hat es gerade ganz, ganz weit in Richtung Westen geblitzt. Lol. Naja gut, das Teil, das zieht jetzt sowieso in Odenwald rein, da bekommt es vielleicht dann einen Boost. Dann kann man es ja noch von hier aus aufnehmen. Aber das in Richtung Nordosten, das blitzt jetzt auch nicht mehr. Hm? 14,2 Kilometer nördlich. Aber dass die Dinger so schnell ziehen, krass. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne? Vor einer Stunde ungefähr war das noch 40 Kilometer Südwest. Ne? Da, wo ich gerade die Doku angefangen habe. Und ich wollte das Teil gemütlich aufnehmen. Nee, das Teil, das rennt ja wie bekloppt. Ne? Kann ich mal kurz gucken, wie weit das, wie schnell das zieht. Das sieht man ja beim Kachelmann. Aber das gucke ich erst dann nach, nachdem hier der nächste Blitz rausgekommen ist. Und nein, das war jetzt kein Blitz. Das war nur eine ganz, ganz minimal leichte Erhellung. Kilometer war da weg. Oha, krass. Und den hat man sogar hier noch gesehen, obwohl der noch vor dem Niederschlag war. Aber jetzt mal ganz ehrlich, unter einer Level 2 Lage stelle ich mir was anderes vor. Weil das blitzt vielleicht einmal alle 3-4 Minuten. Ist auch nicht so wirklich das Wahre vom, ja, oder wie sagt man, auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Ne? Gucken Sie mal, meine Blitzkamera komplett überbelichtet, obwohl es die tiefste Helligkeitsstufe überhaupt ist. Ne?
Na gut, ich guck mir das mal kurz an. Bei Reukheim ist was. Das ist in der Nähe von Osterburken. Und im östlichen Bayern ist was. Naja, gut. Also im restlichen Baden-Württemberg ist nichts mehr aktiv, ne? Nur dieses Gebiet hier, was wir jetzt gerade filmen. Aber generell muss man auch noch mit dazu sagen, es sind auch keine Regenschauer oder was auch immer unterwegs, ne? Alles Flächenblitze. Oh, da kommt wieder ein Auto. Mit Fernlicht. Oh Mann. Oha, der war jetzt aber sehr weit nordwestlich. West-nordwestlich sogar. Hat man jetzt gerade was gesehen. Ich wusste gar nicht, dass da Zellen unterwegs sind. Komisch. 61,3 Kilometer nordwestlich. Aha. Okay. Und den sieht man sogar hier. Nicht schlecht. Also unter der Woche nachts zu beobachten ist wirklich ideal. Ist so gut wie niemand unterwegs. Ne? Braucht man keine Angst haben, dass irgendwelcher Typ da übers Feld fährt. Ne? Oder dass vielleicht ein Beobachtungsplatz belegt ist, wie jetzt zum Beispiel am Freitagabend. Ne? Sondern man ist einfach komplett alleine. Macht in Ruhe hier so seine Bilder und Videos. Und ja, tipptopp. Oh, da kommt einer. Von Wollenberg kommt er. In Wollenberg hat man aber so gut wie kein Netz. Das war ich schon ein einziges Mal gewesen. Da wo ich beobachten wollte, habe ich mal geguckt, was links rum wäre. Ne? Aber dann in Wollenberg bin ich gewendet und wieder zurück. Dann habe ich gesehen, du hast nur zwei Balken E gehabt. Also Empfang war da so ziemlich Fehlanzeige. Also von dem her, ja.
warte mal. Nimmt der jetzt in Richtung Norden noch auf? Null. Das Auto habe ich auch aufgenommen. Boah. Oh, das ist scharf, ja. Ja, ich würde sagen, ungefähr alle 5 bis 6 Minuten kommt ein Blitz raus. Gut, jetzt die letzte Zeit war es ein bisschen seltener, vielleicht alle 7 Minuten, aber ja gut. Schaue ich jetzt mal kurz aufs Radar. Der war jetzt in Richtung West-Nordwest, aber der war gar nicht so weit weg. Komisch. Bildet sich da nochmal was Neues aus. Bensheim, Weinheim, Mannheim, Worms, so die Region. Da sind ein paar Zellen unterwegs. Okay, das regnet es aber eher. Und wir beobachten jetzt aktuell das Teil hier. Das hier. Das hier beobachten wir. Das ist jetzt aktuell Moosbach schon durchgezogen. Jetzt dürfte es irgendwo zwischen Elztal und Limbach sein. Ja. Also dort ist es jetzt aktuell, aber es lohnt sich auch nicht dorthin zu fahren, weil bis man dort ist, dann ist das Teil schon dreimal weiter weg, als wenn wir hier bleiben und das gemütlich beobachten. Der letzte Blitz war jetzt 27 Kilometer Nordwest, okay. Sorry, dass ich jetzt nicht geantwortet habe, aber naja, ich will es ja nicht sagen, aber ich habe hier gerade was gemacht noch. Also ich war etwas beschäftigt, deswegen. Aber jetzt kann ich auch gern wieder antworten, kein Problem. Ja, ich habe jetzt noch die Nachspätschichtarbeiten gemacht. Ne? Die, wo man so nach Spätschicht manchmal so macht. Naja, gut, wenn du jetzt beschäftigt warst, ich bin ja jetzt hier gerade rausgefahren, weil ich habe hier nämlich festgestellt, dass da ein Zeltchen sich entwickelt hatte. Deswegen habe ich gemeint, ja komm, da kann ich mal rausfahren, mal gucken, was man da so rausholen könnte. Ich muss sagen, das Ding hatte eine richtig gute Shelf. Ja. Aber die habe ich westlich aufgenommen, dann hat sich leider eine Neubildung ausgebildet, die was direkt über mir dann drüber gezogen ist, dann hat sie gepisst wie noch was. Ja. Und nach dem Regen jetzt nehme ich noch Richtung Nordosten die Blitze auf, die was hier jetzt noch sind. Ja. Also von dem her. Naja gut, wenn du da beschäftigt gewesen bist mit der Spätschicht oder nach der Spätschicht noch einkaufen musstest oder so. Ich weiß nicht. Naja, aber was soll's. Ich meine, ich habe ja ein paar Aufnahmen gemacht. Später muss ich dann gucken, ob da noch was Gutes dann drauf ist. Ne? Ich meine, ich hatte ja nicht viel Zeit gehabt, um das aufzunehmen, weil da kam ja der ganze Regen. Ne? Ja, aber jetzt gucken wir einfach mal. Vielleicht kommt ja heute Nacht noch was, mal gucken. Boah, der war jetzt richtig hell, der war schon Richtung Ost, Nordost. Lol. Muss ich gleich mal rüber drehen nach Osten. Ja, jetzt aktuell stehe ich draußen auf dem Feld. Jetzt beobachte ich noch die restlichen Blitze Richtung Nordosten von dem wegziehenden Gewitter.
Ja, ich würde sagen, Blitzaktivität so Pi mal Daumen alle 4 bis 5 Minuten mal einer. Okay, die letzte Zeit war es ein bisschen mehr geworden, also vielleicht alle 2 Minuten einer. Ja. Mal gucken, weil das Teil, das zieht ja jetzt in Odenwald rein, dort ist Gebirge. Vielleicht bekommt es ja dann nochmal Boost und dann kann ich hier noch ein paar mehr Blitzchen aufnehmen. Also von dem her, ja, genau. Passt ja soweit. Aber ich denke, das wird jetzt auch nicht lang gehen, vielleicht höchstens eine halbe Stunde noch, dann ist das Teil schon über alle Berge drüber und dann war's das. Jetzt gucke ich mal. Zuggeschwindigkeit 37 Kilometer pro Stunde. Aha. Und das andere, das östliche, ist 34 Kilometer pro Stunde. Schnell, okay. Das war um 0.15 Uhr. Jetzt gucke ich gleich mal. 0.30 Uhr. Oha, da hat es nur noch 26 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit. Und jetzt gucken wir mal. Hat 28 Kilometer pro Stunde. Und jetzt beim letzten Bild. Hä, nur noch 21 Kilometer pro Stunde. Okay. Naja, gut. Ja, jetzt hat das Ding Limbach erreicht. Westlicher Teil ist bei Waldbrunn, beim Katzenbuckel und östlicher Teil ist bei Limbach. Jo. Aber jetzt die letzten 5-6 Minuten war jetzt nichts. Also dann dürften jetzt die Blitze ungefähr so 30 Kilometer entfernt sein. Limbach ist ja ungefähr in der Nähe von Möckmühl und Möckmühl ist hier ca. 30 Kilometer weg. Also Luftlinie. Ne? Aber wie still und ruhig das hier auf einmal geworden ist. Richtung Süden kommt sogar der Mond raus. Okay, dann geht er wohl wahrscheinlich noch nicht unter. Weil der geht ja immer im Westen unter. Ja. Jo, jetzt haben wir 10 vor 1. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, was so die nächsten Tage noch anstehen wird. Ich meine, jetzt haben wir aktuell schon Dienstag.
Aber am heutigen Dienstag sind wiederum weitere Gewitter möglich. Ne? Genau das gleiche gilt auch für Mittwoch und auch für Donnerstag. Am Freitag soll dann schon scheinbar irgendwie Stabilisierung mit einem nachfolgenden Hochdruckgebiet, das was von Italien dann hier Luft zieht, dann eintreten. Also von dem her, ja, naja, gut, wie schon gesagt, 3 Tage haben wir ja jetzt noch. Also von dem her sollte alles soweit passen. Ne? Also 3 Tage, 3 Chancen. Ja. Gestern, wenn man jetzt mal ein Wort zu gestern noch verlieren darf, okay, mit gestern meine ich jetzt nicht den Tag, der was da jetzt vor 50 Minuten zu Ende gegangen ist, sondern mit gestern meine ich jetzt Sonntag, den 20. Juni. Da sollte ja eigentlich die extrem fette Gewitterlage kommen, ja? Die extremste Lage, wo überhaupt erwartet wurde in diesem Jahr. Ne? Aber ich hatte ja Spätschicht gehabt. Ne? Mein Dienstbeginn war ja da um 11.16 Uhr und ging bis 22.48 Uhr. Ich weiß, es sind ein bisschen krumme Zahlen, weil man arbeitet ja bei der Bahn als Lokführer. Ne? Und deswegen sind halt eben diese krummen Zahlen oder Uhrzeiten daraus geschuldet, weil die berechnen, ja, du brauchst 5 Minuten für den Weg, dann brauchst du 10 Minuten zum in die Abstellung laufen und brauchst noch 15 Minuten für den Vorbereitungsdienst, dann brauchst du noch fürs Rangieren so und so viele Minuten, für Führerraumwechselzeit 6 Minuten, für das 8 Minuten, dann hier am Bahnsteig mit dem Fahrdienstleiter babbeln 2 Minuten und bla bla bla. Also solche Sachen sind alles im Dienstplan drin, deswegen rechnen die sozusagen von der Abfahrtzeit des Zuges halt eben eine gewisse Zeit rückwärts und deswegen sind halt eben diese Uhrzeiten so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, als normaler Mensch ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder merkwürdig, ne? Naja, egal, auf jeden Fall, da hat man halt eben so eine Schicht gehabt von 11.16 Uhr bis um 22.48 Uhr. Da hatte ich auch ein bisschen Bedenken gehabt, dass vielleicht gerade dann das beste Ereignis des Jahres kommt, während es mal auf der Arbeit ist, aber das war es dann zum Glück nicht. Ja. Es hat eher nur geregnet ohne Ende. Ne? Okay, wo ich in Ludwigsburg gewesen bin und auf meinen Zug gewartet habe, den wo ich dann übernehmen musste, hat es dann 3-mal geblitzt. Ne? Aber das war dann alles in Richtung Südosten, also Richtung Backnang, so die Region. Ne? Stuttgart ist alles südlich vorbeigezogen. Also so, naja, mehr oder weniger war es eher ein Flop. Ja? Über dem Süden von Baden-Württemberg und auch im Süden von Bayern hat Estofex tatsächlich sogar ein Level 3 rausgegeben. Alter. Was will denn der Gammler hier? Ohne Blinker biegt er hier rein. Lol. Naja, gut, egal. Hat er auf jeden Fall hier Level 3 rausgegeben und auch selbst bei der Deutschen Bahn stand überall, Achtung, ab 18 Uhr sind extreme Unwetter gemeldet. Einschränkungen im Bahnverkehr sind möglich wegen dem. Ja, so ähnlich wie es im Januar gewesen ist, da wo die Kältewelle gewesen ist, ne? Beziehungsweise, ja, das war irgendwann Ende Januar rum, da wo es über Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen Tiefstwerte um minus 20 Grad gegeben hat. Ja, und so ein ähnlicher Text stand da jetzt gestern auch drin bei der Bahn, also von dem her, deswegen hatte ich da auch schon ein bisschen Bedenken und Angst gehabt. Aber nee, es ist alles ganz gut verlaufen, muss man sagen. Man hat zum Glück nichts verpasst während der Spätschicht, also von dem her alles im grünen Bereich. Klar, die anderen, die was da jetzt kilometerweit durch die Gegend gefahren sind, werden sich da jetzt wahrscheinlich zu Tode sich geärgert, aber gut.
Der eine freut sich, der andere beißt seine Zähne zusammen und so. Ja, wie schon gesagt, man kann es ja nicht jedem recht machen. Hm? Ja, naja, gut, aber wie schon gesagt, jetzt haben wir jetzt erstmal circa 2 Wochen Urlaub. Um genau zu sein, bis Sonntag, den 4. Juli. Ab Montag, den 5. geht es weiter mit einem Ruhetag. Also von dem her, ja, und ab dem 6. habe ich dann wahrscheinlich eine Ultra-Frühschicht, muss man mal gucken. Ja. Genau. Also von dem her, gucken wir jetzt mal, was noch im Urlaub alles möglich ist. Ich denke mal, in diesen 3 Lagen, die was wir jetzt noch bevorstehend haben, sollte definitiv noch einiges möglich sein. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Oha! Memo gemacht. 1 Sekunde, 8 Sekunden. Da drüben die Richtung war ja gar nichts. Aber die Schelf ist ja über mich hinweggezogen. Wahrscheinlich hast du die Richtung Westen aufgenommen. Nee. Ich habe die Schelf aufgenommen, die wo du wahrscheinlich 50 Kilometer weiter Richtung West mit so Blitzen gesehen hast, die wo wahrscheinlich einen Daumen groß waren. Die wo über mich drüber gerollt ist. Die habe ich jetzt vorhin mal abgelichtet. Aha. Und wenn es gut läuft, ist da sogar noch ein großer Funnel mit dabei, mittendrin. Dann kam Regen. Bei mir kam der Regen erst, wo die Zelle durchgezogen ist. In die Richtung war ja gar nichts. Also ich habe nicht festgestellt, dass dort bitte in die Richtung was war. Doch, natürlich war hier was, aber ich verstehe nicht, die Schelf ist irgendwie westlich durchgezogen. Ne? Normalerweise eigentlich... ja, wenn man das Teil da, was da in Südbaden-Württemberg gewesen ist, diese Richtung nimmt, ja, wie das gezogen ist, das ist ja von West-Südwest nach Ost-Nordost gezogen, dann hätte das eigentlich sogar schnurstracks hierher ziehen müssen, aber irgendwie hat es das nicht gemacht, keine Ahnung warum. Ne? Schon merkwürdig, muss man sagen. Aber ich habe die auf jeden Fall Richtung Westen aufgenommen. Linienblitze gab es tatsächlich auch, aber die waren, ja, ich muss sagen, ziemlich klein. Ne? Aber ich hatte auch nicht viel Zeit gehabt, um jetzt irgendwie das Objektiv zu wechseln, damit man mal ein Zoom-Objektiv ranschraubt und dann die Linienblitze ein bisschen besser aufnimmt. Ne? Weil dann kam ja gleich sofort der Regen. Ja? Und ich verstehe aber auch nicht, warum das dann direkt hier so eine Zelle drüber gezogen ist, die wurde sogar schon später noch aktiv, ne? Die was hier direkt drüber gezogen ist und dann hat es hier 5-6 Kilometer entfernt Blitze gegeben Richtung Norden, aber der Regen hat sehr zügig nachgelassen, muss man sagen, deswegen konnte ich da jetzt noch den einen oder anderen Blitz aufnehmen, aber das waren halt eben alles Aufhellungen, ja? Die was so in Richtung Norden bzw. Nordosten jetzt sind. Jetzt die letzten waren auch in Richtung Nord-Nordost gewesen. Hm? Aber jetzt ist seit ca. 10 Minuten gar nichts mehr. Hm? Hm. Naja gut, mal gucken, vielleicht wird noch irgendwo irgendetwas Neues sich ausbilden, aber ich weiß nicht. Mal abwarten und wenn nicht, dann haben wir ja morgen, Mittwoch und Donnerstag nochmal 3 Lagen. Hm? Ja. Bei mir, ja, das hat mich überquert. Ja. Da kann ich sogar einen Screenshot vom Blitzradar schicken, wo ich direkt mittendrin war. Ne. Aber da in deine Richtung, da habe ich ja gar nichts gesehen eigentlich. Das Einzige, was ich gesehen habe, war nur ein Haufen Seich, aber mehr nicht. Doch, natürlich war hier was, aber... Guck mal, mit Blitzkamera kannst du in der Nacht gar nichts aufnehmen. Die sind alle komplett überbelichtet, obwohl du Helligkeit auf die tiefste Stufe nimmst. Ne?
Was der da schon wieder fantasiert. Funnel. Da lachen ja die Hühner. Jetzt gucke ich gerade mal kurz wegen den Aufnahmen, die was da vorher waren. Uhr 3, nein, dann bin ich schon zu weit vorn. Oho, jetzt blitzt es auf einmal. Das da, das habe ich jetzt mal vom Display abfotografiert. Das war Richtung Westen. Wieder Bilder. Da, jetzt hat es gerade nochmal Richtung Osten geblitzt. Aber ich muss sagen, zwischen dem einen und anderen Blitz, teilweise über 10 Minuten Pause, es könnte ruhig ein bisschen aktiver sein. Hm? Ich habe extra nichts geschickt, weil ich ja vorbildlich sein wollte. Ihr schickt ja wieder Bilder von wahrscheinlich 15. August 2020. Irgendeine fette, überbelichtete. Alter, das ist ja richtig überbelichtet. Linienblitze gab es hier erst, also da war es so 40, 50 Kilometer weg, da gab es Linienblitze und danach hat es ein Stroboskop-Flackern gegeben. Ich habe sogar einen Zeitraffer laufen lassen, den muss ich mir erstmal morgen angucken, das schaffe ich sowieso heute nicht mehr alles. Belichtet, das habe ich hier auch. Das da? Da, ja. Aber bitte Bilder nicht klicken, wenn es vor 20 Uhr kommt. Du weißt ja, es gibt ja diesen Button, wo man nennt... wie heißt das schnell? Wie nennt sich das? Moment, ich komme gleich drauf. Ach so, ja, Verlauf löschen. Das gibt's ja auch, ne? Sowas gilt nämlich nur, wenn zum Beispiel so wie heute, da ist es nicht ganz so schlimm. Weil heute, wenn ich die alle poste, dann toppe ich die fünfmal. Deswegen poste ich extra nichts. Also allein das, was ich auf der Kamera habe, das poste ich noch fünfmal, ne? Toppt es ja locker. Weil das Ding hat mich ja direkt überrollt. Ja. Also das heißt, der letzte Naheinschlag, das muss wohl ein Linienblitz gewesen sein, aber das war eine riesige fette Auflösung, Aufhellung. Da hat es mich fast vom Fahrrad geschleudert. Das war hier später ein Stroboskopflackern. Ich bin ja mal gespannt, wie der Zeitraffer geworden ist. Den habe ich mit der kleinen Kamera gemacht. Also für Stroboskop sind die Zahlen in den weißen Kästchen deutlich zu niedrig gewesen. Da waren vielleicht 20 Stück im weißen Kasten drin gewesen. Ja. Und es kann ja nicht sein, dass auf 10 Minuten 20 Blitze in einem 5 Quadratkilometer schon als Stroboskop gilt. Ich weiß nicht, naja, egal. Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall nochmal 3 weitere Lagen zu erwarten. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag und dann mal gucken. Ja. Weil jetzt habe ich mal den Spiegelreflex ausgemacht, weil jetzt war die letzte 5 Minuten nichts. Ja, aber ich finde es halt ein bisschen dumm. Schelf ist halt westlich vorbeigezogen und dann kam auf einmal der ganze Regen nicht. Ich habe mich extra so positioniert, dass ich das Teil in Richtung Nordwesten beobachten kann. Ja? Extra zu dem Platz hingefahren und dann auf einmal fängt es an zu pissen. Und
das Teil, das war 10 Minuten vorher noch nicht mal auf dem Radar. Ne? Gar nichts. Ne? Alter, irgendwie diese Blitzkamera, ich weiß es nicht. Die Blitzkamera, die stellt nachts sogar manchmal noch nicht mal scharf. Oftmals ist es sogar nur verschwommen. Da kann ich also auf drauf tippen, wenn man will. Das ist irgendwie, das Bild ist dann nicht scharf stellen manchmal. Ich verstehe das nicht. Na ja, gut, also, aber wenn du den Verlauf löschen tust, dann bitte nur für dich löschen. Ja. Weil ansonsten sind bei mir zum Beispiel die ganzen Badebilder und sonst noch was alles weg. Und das wäre ja natürlich ein bisschen schlecht, weil dann müsste man sozusagen sagen, ah ja, schick mal bitte das ganze Zeugs wieder neu. Ne? Und dann heißt es, ah, ich muss erstmal gucken auf dem PC, wo die Bilder überhaupt sind. Und bis man die dann gefunden hat, dann vergehen wieder ein paar Tage. Ne? Und nein, die Bilder sind nicht vom 15. August 2020. Übrigens, am 15. August 2020 gab es noch nicht mal eine Lage. Hm? Ja. Sondern die Bilder, die sind vom 21.06.2021, kurz vor Mitternacht, beziehungsweise 22.06.2021 zwischen 0 und 1 Uhr aufgenommen worden. So, ich glaube irgendwie scheinen wohl die Teile schlafen gegangen zu sein. Jetzt haben wir schon 1.10 Uhr. Da räumen wir mal gemütlich hier alles zusammen. So, okay. Tue ich jetzt mal hier die Kamera runter. Packe ich hier jetzt mal Stativ ein. Okay, wunderbar. Haben wir hier jetzt schon mal alles schön brav zusammengeräumt. Nehmen wir das hier. So, dann gucke ich jetzt noch mal kurz. Buchen, Alter. Wie viel Regen da ist. Okay. Man ist weit und breit gar nichts mehr. Ne? Und hier in Bayern, das ist der MCS übrigens. Das ist schon groß, muss man sagen. Ne? Ja. Mal.
Oh, der ist aber auch schon ganz schön zusammengefallen. Okay, jetzt ist hier in Österreich. Gucken wir uns gleich mal die Lage hier an. Und sowas bezeichnet der Stroboskop. Okay, ein Kästchen hat über 20, kommt mit 23. Also da tut er schon ein bisschen übertreiben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da war es erst beim Felix gewesen. Ist hier hochgekommen. Tja, und da ist dann futsch gegangen. Naja, gut, egal. Auf jeden Fall, was Fakt ist, die Lage hier, die war doch, muss man sagen, gut. Auch für das, dass man heute eigentlich kaum was erwartet hatte. Ja, genau, die nächsten 3 Tagen. Hä? Steht für Freitag sogar auch was drin? Okay. Bisschen Dauerregen. Dahin geht's in den Urlaub. Naja, gut, egal. Auf jeden Fall, was Fakt ist, jetzt fahren wir mal Richtung nach Hause. Jetzt haben wir 1:15. So, Scheibe schien sauber, alles tipptopp. Erstmal Klimaanlage anmachen, Scheibe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier trocknet sogar schon der Asphalt wieder. Lol. Vor allem am Anfang hatten wir eine Temperatur von 24 Grad gehabt. Jetzt zeigt das Autothermometer 16,5 Grad an. Also es hat auch ein bisschen runtergekühlt. Von dem her denke ich mal, heute Nacht wird wohl wahrscheinlich nicht mehr so großartig was gehen. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Aber morgen soll die Lage ja schon am Nachmittag stattfinden, also von dem her. Ja, genau. Schon wieder verschwitzt. Mann, Mann, Mann. Komisch, dass das Ganze hier alles so schnell schwitzt. Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, weil es geregnet hat und dadurch kommt dann diese, also die normale Luft, die was da rauskommt, die ist feucht und deswegen beschlägt es relativ schnell. Jetzt hat
halt so für einmal geblitzt. Naja, gut. Jetzt fängt es wieder an zu schwitzen. Sehr merkwürdig, dass das immer rumschwitzt. Keine Ahnung. Naja. Jetzt haben wir es endlich mal weg. Jetzt haben wir mal hier die Temperatur von einem Lüftergebläse auf 26 Grad hochgedreht, keine Klimaanlage angemacht und jetzt trocknet es das ganze Zeugs einfach weg und fertig. Also wenn es halt eben nicht mit Klima weggeht, dann tue ich halt hier ordentlich eine Sauna reinmachen und fertig. Ne? Ja, genau.
Boah, jetzt ist hier drin aber richtig schön heiß geworden. Naja, gut, Hauptsache trockene Luft hier drin, also haben wir jetzt auch keine Probleme mehr. Ich denke, das werde ich in Zukunft auch so machen, dass ich einfach hier dann schön die Hitze einschalte und dann habe ich auch kein Problem mehr mit, damit es irgendwie beschlägt oder sonst noch was, weil ich meine, im Regelfall beschlägt das ja nur dann, wenn sozusagen kalte Luft auf etwas Warmes draufkommt und dann gibt es da ja Kondenswasser. Also man muss nur zum Beispiel an die Milch, die was man im Kühlschrank hat, denken. Wenn man die rausstellt, wenn es 35 Grad hat, dann läuft auch ganz schön die Brühe runter bei der Milch. Ne? Also von dem her, ja. Naja gut, auf jeden Fall soweit erstmal alles in Ordnung. Hier in Bad Trappenau steht auf jeden Fall auch noch alles. Also alles tipptopp. Hm? Und ja, genau. Und da freut er sich da das grüne Lachgesicht. Das scheint da wohl irgendwie so ein bisschen so ein Problemchen zu haben. So, jetzt können wir mal die Temperatur wieder runterregeln. Weil wenn morgen irgendjemand anderes mit dem Auto fährt, denkt er, was? 26 Grad eingestellt, obwohl es morgen 28 Grad werden soll. Hat er noch alle im Kopf oder nicht? Hm? Ja, die Blitze hat sogar schon registriert. Zwischen Amorbach und Michelstadt. Aber es war insgesamt nur ein einziger. Okay, gut, sehr geehrte Damen und Herren. Damit müssen wir leider das Ende der aktuellen Gewitterlage ausrufen. So wie es jetzt aktuell aussieht, absolut gar nichts mehr. Das hier unten ist auch noch nicht mal aktiv. Hm? Das hier ist das Kästchen. Oh, da steht sogar eine 2 drin. Lol. Schauen Sie, hier unten ist auch nichts aktiv. Also von dem her. Ja, da wird, denke ich, heute Nacht auch absolut nichts mehr kommen. Das heißt, wir haben schon das Maximale rausgeholt, was möglich gewesen ist. Also von dem her, ja. Genau. Und bei denen da in Österreich geht es jetzt gut ab. Auch Richtung Tschechien geht es gut. Hm? Ja. So sieht das System aus. Das hier in Bayern, also es ist nicht ohne. Hm? Hier wird bestimmt was richtig Gutes dran sein. Hochqualitative Shelf. Hm?
Ja. Naja, gut. Also, wie schon gesagt. Alter. Oh. 38,5 Kilometer nördlich vom letzten Standort. Okay. Was soll denn das sein? Lol. Hat sogar noch einen dritten Blitz registriert. Ist nördlich von Ammerbach. Dann gucken wir mal, was hier drüben so abgeht. Wobei, es geht eigentlich sogar von der Aktivität her. Es geht. Wobei, warte mal, das ist doch, das ist, hier ist Österreich, hier ist Bayern, hier ist Tschechien. Wow, 143 Kilometer entfernt. Naja, gut, egal. Es wird wohl wahrscheinlich das da oben sein. Im westlichen Rheinland-Pfalz. Oh, guck mal. Haben wir ja was gefunden. Da haben wir ja was gefunden. Ja, wo ist denn das Ding, hä? Hm? Ist doch hier gerade eben rumgeflogen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier in der Garage ist ziemlich warm. Naja, gut, egal. Wie dem auch sei. Nö. Hat sich tatsächlich verpisst. Okay. Das Teil hier hängt aber auch ziemlich runter. Das sollte man mal demnächst montieren hier. Naja, gut. Nö. Dann wollte das Teil wohl doch lieber weiterleben. Also alles im grünen Bereich. Hm? Ja. Ja. Gut. Dann lassen wir mal die Fliegenklappe hier. Und ich hoffe, es hat Ihnen dennoch Spaß gemacht. Und ja, ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und ich sollte natürlich auch noch die Handbremse hier anlegen. So, bis zum nächsten Mal.